So, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Wir sind wieder bei der verlassenen Einkaufsmeile, wo wir, keine Ahnung, ich glaube vor einem Monat oder so waren. Ja, wir hatten ja versprochen, dass wir noch zwei, drei Mal hinkommen werden. Heute werden definitiv auch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Es gibt ein paar neue Erkenntnisse zu diesem Ort. Die hat uns ein Zuschauer in den Kommentaren geschrieben. Wir wissen natürlich nicht, wie ernst zu nehmen dieser Hinweis ist, aber hier auf dem Gelände ist ein Flüchtlingsheim. Das hatten wir im letzten Video nicht erwähnt, einfach aus Gründen, dass man diesen Ort hier nicht so schnell ausfindig machen kann. Aber heute erwähnen wir es mal. Und laut einem Zuschauer soll dieses Flüchtlingsheim wohl für grenzwürdige Fälle, also so für Immigranten quasi, wo ein hohes Risiko besteht, dass die straffällig werden, wenn die hier im Land sind. Was auch irgendwie ein bisschen nachzuvollziehen ist, weil dieser Lost Place ist hier gefühlt 100 Kilometer im Wald. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, hier ein Flüchtlingsheim zu bauen. Die können hier nichts machen. Ich glaube, hier fährt einmal am Tag so gefühlt ein Bus raus und rein. Und ansonsten sind die hier im Wald gefangen. Und das würde halt Sinn machen, dass hier so wirklich Grenzfälle einquartiert werden, damit die keine Gefahr für andere sind. Wir haben auf jeden Fall den Hinweis bekommen, wir sollen extrem aufpassen hier. Es gab hier wohl schon Vorfälle mit Fernfahrern, die von Flüchtlingen angegriffen worden sind und so weiter. Es hat dem Ganzen natürlich hier nochmal einen ganz anderen Flair gegeben. Wir sind ja eigentlich ganz naiv von Gebäude zu Gebäude gegangen, dachten vorher coole offene Lost Place hier, aber jetzt wirklich, es wurde explizit darauf hingewiesen, wenn wir in die Gebäude reingehen, sollen wir extrem aufpassen, weil da wohl teilweise Flüchtlinge, weil sie nicht drin abhängen und Leute überfallen oder was auch immer. Wir müssen jetzt extrem aufpassen auf jeden Fall. Ja, naja, dann gucken wir mal, was uns so erwartet. Wollten jetzt hier so ein bisschen hier die Gebäude abklappern. Letztes Mal waren wir hauptsächlich bei der Tankstelle und bei dem großen Platz da im Zentrum. Jetzt mal ein bisschen gucken, was in den Gebäuden so los ist. Hatten wir versprochen. Und dann ja auch mal gucken, dass wir coole Drohnenaufnahmen reingehen. Also los geht's. Gut, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon verlassen ist. Ich denke, du kennst ja auch andere Lost Places, ja. Sind ja alle demoliert. Ich finde hier die Atmosphäre so irgendwie gerade besonders krass, weil man sich vorkommt wie in so einem Film. Ich komme mir gerade vor wie in so einer Folge The Walking Dead, wo man so eine verlassene Einkaufsmeile durchsuchen muss nach irgendwelchen Ressourcen, die man benötigt, um zu überleben. Ich finde, das hat richtig was von Filmkulisse hier gerade. Viele Lost Places haben das halt immer, aber so krass wie hier ist es echt selten. Also ist mir schon auch da beim letzten Video, wo wir hier waren, aufgefallen. Allein schon der Platz da vorne und so. Das ist natürlich schon echt einen ziemlich coolen Flair. Oha. Alter. Boah, auch das. Auch das. Ja. Komplett unter Wasser hier. Das kann man jetzt wahrscheinlich in der Kamera gar nicht einschätzen, aber ich würde schätzen, dass es mindestens bis zum Bauchnabel oder untere Brust. Ich glaube, so ein Meter oder ein bisschen weniger. Ich würde sagen, Meter 30, Meter 50 ist das tief. Komplett überflutet. Guck mal, das ist noch so. Ist das ein alter Röhrenbildschirm da, das Weiße? Sieht fast so aus, wa? Ja.
sicher, oder? Weiß es nicht mehr. Boah, wir müssen auf jeden Fall so coole Drohnenaufnahmen machen, kann man nicht mehr Geld. Vorstellen, wie sie hier so ein Kfz-24 drin ist. Das ist voll das fette Rechnungsbuch. Ich frage mich, wie man sowas immer vergessen kann, plötzlich. Ja. Da muss einem doch auffallen, dass man sowas mitnimmt. Luftfilter-Einsatz. 1.141 Euro. Ey, da stehen ja... Was das alles ist. Digga, das ist so ein Filmszenario hier. Bühne. Hier, Veranstaltungsplan Oktober 1992, hauptsächlich Deutsche Kastol und auch Contura, Tom in Holland oder so, Travel Services, aber auf jeden Fall Kastol, immer 22 bis 25 Personen, 50 Personen, 25 D-Mark.
gegangen. Boah, es ist so ruhig hier drin, Alter. Ja, schade, dass die Basketballkörbe weg sind. Markierungen sind sogar noch schlecht. Also hier war ja kein Schulsport, haben die das jetzt so als Hobby für die, war das zum Mieten hier oder was so, für Vereine? Ich raff nicht, warum hier eine Sporthalle ist. Aber das war cool. Guck mal, könnten sie wieder herrichten, haben die Flüchtlinge in der Turnhalle. Davor. Ach, der Kofferraum ist gar nicht offen. Nein, da steht noch ein schwarzes Auto. Siehst du, das ist vielleicht so mal die Rückseite des anderen Autos dahinter gewesen.
noch so ein Irrer drin wohnen, weil der so Kinder verschleppt oder so. Aber der Raum hier, der könnte auch eine Filmkulisse sein. Sieht hier auch spannend aus. Das ist auch so eine Kamera, glaube ich. Ja, das ist hier auch. Sieht aus wie Tropfstein, wa? Ja, sieht aus wie Eis eigentlich, finde ich. Du bist hart wie Eis. Wisst ihr, was das ist? Es hat eine Konsistenz wie Eis und es tropft die ganze Zeit Wasser auf. Aber es ist plus 5 Grad. Und von der Decke hängen auch solche Zapfen runter, wo es immer tropft. Und in Bunkern ist sowas auch öfter. Was genau ist das? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Guck mal hier auch. Boah, das ist hier überall in dem Raum. Ich habe irgendwie Angst, dass es giftig ist. Immer wo es tropft. Das ist bestimmt Wasser gemischt mit irgendeiner Chemikalie, die in den Wänden ist. Was auch in Bunkern ist. So, wie ihr seht, sind wir jetzt hier auf dem Dach von einer der Gebäuden. Ist doch auch ziemlich hoch, geht da hinten ordentlich runter. Ist eine super coole Atmosphäre hier mit dem Himmel. Also gut, Sonnenuntergang jetzt würde noch fehlen. Leider ist super bewölkt mal wieder. Aber ansonsten ist es schon mega cool, hier oben so zu sitzen und einfach mal ein bisschen zu entspannen. Leider haben wir jetzt Drohnenaufnahmen gar nicht mehr geschafft. Es wird jetzt schon gleich dunkel, weil es waren irgendwie doch noch so viele Gebäude abzuklappern. Jetzt glaube ich doch schon wieder ziemlich viel Videomaterial gesammelt und ja, jetzt schaffen wir es zeitlich einfach nicht mehr Drohne zu fliegen. Also zumindest Drohne ordentlich zu fliegen, dass wir da ein paar coole Schwenks und so machen. Steckt ja auch immer ein bisschen Arbeit hinter. Von daher wird es hier definitiv auch nochmal ein Video geben, einen dritten Teil, wo dann auch endlich die versprochenen Drohnenaufnahmen drin sind. Denn vielleicht auch endlich mal mit dem nicht allzu bedeckten Himmel, wo man vielleicht ein bisschen die Sonne sieht beim Sonnenuntergang oder so. Dann wird es glaube ich nochmal ziemlich viel cooler. Die Tonqualität ist jetzt übrigens wahrscheinlich nicht so gut. Wir müssen gerade mit der GoPro aufnehmen, weil wir hier
durch das Dach gar nicht die große Kamera bekommen haben, weil da ist so eine Mini-Luke, wir haben da selbst kaum durchgepasst und da war wirklich nicht mehr als die GoPro drin. Nochmal ein kleiner Hinweis am Ende. Unser Gaming-Kanal wird voraussichtlich Mitte April starten. Die Wohnung ist jetzt geregelt. Wir müssen dann nur noch alles vorbereiten natürlich. Also die ganzen Sachen für den Livestream, die ganzen Aufnahmen. Das ist natürlich nochmal extrem viel Vorbereitung, was man da erarbeiten muss. Und wir sind ja vorher auch nochmal auf dem Roadtrip und alles. Deswegen Mitte April wird der Gaming-Kanal voraussichtlich starten. Und das erste Video wird dort dann auch sein, dass wir auslosen, wer Merchandise von uns gewinnt. Und wir losen natürlich auch noch die drei Leute aus, die mit uns auf Lost Place Tour gehen dürfen. Deswegen lohnt sich definitiv jetzt schon zu abonnieren. Mitte April geht es dann los. Und nicht, dass ihr denkt, wir hätten es vergessen. Es verschiebt sich leider nur gerade ein bisschen. Aber es bietet sich sowieso an. Mitte April wird es schon wieder ziemlich warm sein. Da ist dann Frühling, Frühsommer. Und das ist natürlich viel cooler, mit zu einem Lost Place zu kommen, als jetzt hier bei 0 Grad. Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Also Link zum Gaming-Kanal ist wie immer in der Beschreibung. Guckt da schon mal vorbei, abonniert, dass ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Wir werden es dann auch nochmal groß ankündigen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder um 18 Uhr hier bei Unknown Worlds. Macht's gut. Ciao. Wir sollten jetzt noch